Willkommen zurück bei Paper Mario Color Splash. Im letzten Part sind wir auf der farblosen Insel Prisma gestrandet, beziehungsweise extra hingefahren, und jetzt wurde Toad von einem strohhalmsaugenden Shy Guy getötet. Und da kommt er auch schon. Hey, warte! Hast du überhaupt Farbe, Mario? Schnupper, schnupper. Du hast keine Farbe. Farbe riecht man nämlich 10 Meilen gegen den Wind. Was machen wir denn jetzt? Hier kriegen wir nirgends Farbe her. Seufz. Es geht wohl nicht anders. Mario, du musst mich ausquetschen. Drück A, wenn du neben mir stehst. Und gib mir eine herzliche Umarmung. Ah, alles klar. Uff, ich fühle mich nicht so schlank und leicht. Fühlt ihr euch etwa die ganze Zeit so? Gut, und jetzt mal zum Thema. Die Farbe, die du eben von mir erhalten hast, besteht im Wesentlichen aus meinem Blut, meinem Schweiß und meinen Tränen. Na gut, nicht wirklich natürlich. Jedenfalls kann... Wo kommt der denn jetzt her? Jedenfalls kannst du sie dazu verwenden, mehr aus den Karten herauszuholen, die er Toad gegeben hat. Und die kannst du dann auch verwenden, um diesem schlürfenden Turgenichts das Handwerk zu legen. Hallo, es tut uns ja leid, dass wir jetzt stören, aber wir würden dann auch gerne angreifen. Aber nur, wenn es euch... Alles klar, wieso fragen die ja überhaupt? Nein, ist es nicht. Und seit wann gibt es denn 3 von denen? Egal, wir haben die Karten, wir haben Farbe. Du weißt, was du zu tun hast, Mario. Attacke! Du hast überhaupt keine Ahnung von dem, was du da tust, oder? Aber keine Sorge, Onkel Fabian macht das schon. Jetzt muss ich mal kurz vom Touchscreen ablesen. Also hier sind alle Karten, die du mit den... Boah, ich kann es hier unten nicht lesen! Scheiß! Pop-up-Schutz. So, jetzt. Also, hier sind alle Karten, die du vom Toad erhalten hast. Man nennt sie nicht ohne Grund Kampfkarten. Je nach Karte kannst du im Kampf eine andere Aktion ausführen, die den Bildern auf den Karten entspricht. Sieh zum Beispiel diese einmal an. Da sind 2 Schuhe drauf zu sehen. Das bedeutet, dass du mit dieser Karte 2 Sprungattacken ausführen kannst. Die Anzahl der Symbole auf den Karten gibt an, wie oft du angreifen kannst. Der Stiefel in Übergröße hier lässt sich eine wirklich mächtige Sprungattacke ausführen. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Ich habe gesehen, dass der Schei gerade was gesagt hat. Ist dein erster Kampf, oder? Echt goldig, wie du dich anstellst. Ja, süß. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Gut, jetzt wähle eine Karte und zieh sie auf dieses Feld. Nehmen wir von meinem normalen Sprung. Berühre bereit, wenn du die von dir gewünschte Karte ausgewählt hast. Los, probier's einmal aus. Als nächstes kannst du die gewählte Karte einfärben. Dazu berührst du die Karte mit deinem Finger. Je mehr du sie einfärbst, umso stärker ist sie auch im Kampf. Taktik. Färbe sie so ein, wie du es magst, und berühre dann fertig eingefärbt. Wenn du bereit bist, die Karte zu spielen, schieb sie schnell nach oben, um den Kampf zu beginnen. So, und ab jetzt wird es richtig spannend. Drücke genau im richtigen Moment eines Angriffes A, um die Stärke des Angriffs zu erhöhen oder einen Bonusangriff zu erhalten. Bei Sprungattacken solltest du dafür A drücken, kurz bevor du auf dem Gegner landest.
Und mit dem richtigen Zeitgefühl kannst du so bis zu 5 Sprünge hintereinander ausführen. Umwerfend, oder? Anstatt A zu drücken, kannst du auch den Bildschirm des Gamepads berühren. Nein, werde ich wohl kaum machen. Oh je. Gut, jetzt kommt allerdings der unangenehme Teil. Sie werden dich nämlich angreifen. Aber du kannst mehr tun, als ihre Angriffe einfach nur einzustecken, Mario. Du kannst dich verteidigen. Drücke A kurz bevor der feindliche Angriff trifft, um den Schaden, den du nimmst, zu verringern. Ja, Entschuldigung, ich kenne das hier noch nicht. Erstmal gucken, wie die angreifen. So, zack. Bereit. Karte normal färben, zack. Ich weiß nur nicht, ja, wie ist das Timing hier beim Sprung? Ja, etwas früher als im Stickerstar. Muss ich mich dran gewöhnen. Und den letzten, den kriegen wir auch noch weg. Ja, ich nehme einfach mal einen kaputten Sprung. Sollte ja reichen, wenn ich voll treffe. Sag ich doch, reicht. So. Ah, da wäre ich ja ganz gelb vor Neid. Du bist wirklich ein Naturtalent. Oh, unser armer Todd. Lass uns eine Schweigeminute einlegen. Ach, ich verhungere. Gibt es hier nicht irgendwo Burger, Pommes, Rot-Weiß? Sag mal, kann ja auch mal mit den Farbwitzen aufhören? Und mach dir um den Tod keine Sorgen. Dem geht's gut. Ach komm schon, das ist nicht so schlimm. Hm, vielleicht ist es doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Aber keine Sorge, er braucht nur einen frischen Anstrich, dann ist er so gut wie neu. Wirklich? Du kannst ihn mit deiner Farbe wieder zum Leben entwickeln? Oh, das wäre ja wirklich ein Wunder. Keineswegs. Darin ist nichts Geheimnisvolles. Das ist alles möglich durch die Kraft der Farbe. Wisst ihr, Farbe ist nicht nur dazu da, Kampfkarten einzufärben. Durch Farbe wird die ganze Welt zu einem schöneren Ort. Also habe ich mir die Freiheit genommen, deinen Hammer mit allen Farben des Regenbogens zu versehen. Nur zu, drück X, um ihn einzusetzen. Ziel dabei auf deinen blassen Freund. Läuft. Ich mag aber noch nicht ins Bett. Warte, was geht hier vor? Ich lebe. Und ich fühle mich auch in meiner Hose. Super. Oh, Todd. Ich bin ja so froh, dass es dir wieder gut geht. Ich nicht. Ohne Farben hätten wir dich kaum wiedererkannt. Seht ihr? Das ist die Macht der Farbe. Eines muss ich dir noch wissen. Ich habe dir alle Farben gegeben, die ich hatte. Aber sie sind... Sie wird nicht ewig halten. Wenn du auch weiterhin die Welt mit Farbe füllen möchtest, musst du von Zeit zu Zeit deinen Farbvorrat aufstocken. Also hat mich der Farbeimer gerettet. Ja, schönen Dank auch, Herr Farbeimer. Nun für den Fall, dass diese Stromarmschurken nochmal kommen. Wie können wir denn unseren Farbvorrat aufstocken? Das ist kein Problem. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im Stadtzentrum, der unter dem ihr geschlafen habt. Tja, das ist die einzige Quelle der Farbe auf der ganzen Insel Prisma. Gespeist wird er von 6 großen Farbsternen, die niemals versiegeln. Von ihnen könnt ihr so viel Farbe bekommen, wie ihr mögt. Außerdem, naja, hier stecken allem zumindest ein kleines bisschen Farbe. Versuch doch mal, mit Hammer auf Sachen zu schlagen. Dann wirst du sehen, was ich meine. Oh, das sind ja wundervolle Neuigkeiten. Ich war schon besorgt, dass wir den Brunnen völlig ausgetrocknet haben, als wir dich aufgeweckt haben. Genau. Also mussten wir einfach nur das Ding anschalten, oder? Richtig. Denn er war wirklich völlig trocken, als wir ihn gefunden haben. Hahaha, trocken. Du machst vielleicht Witze, Mario. Den hier hast du... Den hast du etwas zu hart mit dem Hammer geschlagen. Ich meine, ausgetrocknet, also bitte.
Unter der großen Farbsternen können niemals etwas ausdrucken. Komm schon, ich zeige es euch. Farbsterne? Ich weiß ja nicht, was ein Farbstern ist, aber ich fühle mich wohl daran erinnern, wenn ich so etwas gesehen hätte. Mario, da drüben befindet sich noch ein uneingefärbter Ton. Können wir ihm nicht einfach helfen? Nein, können wir nicht. Stirb! Schade. Willkommen, willkommen. Warte mal, was geht hier vor sich? Das letzte, was ich gesehen habe, war eine Scheigeist, Mario, nein, unmöglich. Mario würde niemals so einen langen Weg bis nach hierhin kommen. Warte, bist du so eine Art Doppelgänger? Wie viele bekommst du für einen Auftritt? 8, 9 Münzen die Stunde? Egal. Schau ruhig mal in meinem Kartenladen im blauen Viertel vorbei und investiere in Kampfkarten. Komm mal so gerne. Ja, dann sind die anderen auch Altpapier. Ach doch, hier wirklich in... Yay, jetzt darf ich den Farbkreis auswendig lernen. Orange besteht aus, ja, ihr wisst schon, ne? Hey Mario, das war eine richtig gute Arbeit mit den Kampfkarten. Ich muss dir allerdings sagen, in Sachen Aktionsbefehle könntest du noch etwas Prüfung brauchen. Nein, wenn du... Ja, halt dein Maul. Ich glaube, der... Ja, Fabian wollte noch was. Buhu, die großen Farbsterne. Sie sind fort, fort. Der Farbeimer scheint unter Schock zu stehen. Bitte, nicht weinen, Herr Farbeimer. Lassen Sie uns helfen. Vielleicht können wir ja wiederfinden, die... Wie heißen Sie noch gleich? Großen Farbsterne? Nicht zu machen. Sie sind alle fort, alle fort. Portprisma ohne die großen Farbsterne, wie Grünkohl ohne Blaubeeren. Wer ist Grünkohl mit Blaubeeren? Naja, Schlurz. Zuerst einmal, diesen Vergleich verstehe ich nicht. Und zweitens, Igitt! Grünkohl ist lecker. Aber drittens, die Farbsterne scheinen dir wirklich wichtig zu sein. Und schließlich hast du uns hier gerade das Leben gerettet. Alles ist so schrecklich. Moment mal. Was riecht denn hier so wie ein Farbstern? Ich wusste es. Seh mal da oben. Da ist einer unserer großen Farbsterne. Oh, ist der nicht umwerfend? Gut, Prinzessin. Mario, Toad. Vielleicht könnt ihr mir ja doch helfen. Helft mir dabei, die großen Farbsterne wiederzufinden. Und ich will mich ja nicht beschweren, aber für euch habe ich ja alles gegeben. Da hat er recht. Wir schulden ihm ganz gewiss einen Gefallen. Außerdem sagt mir mein Gefühl, dass alles dies mit unserer Suche zusammenhängt, die mit den Postkartentoads begann. Was meinst du, Mario? Wollen wir dem Herr Farbeimer helfen? Ich bin zwar ein Farbeimer, aber ich heiße nicht so. Ihr könnt mich Fabian nennen. Und vielen Dank für die Hilfe. Das bedeutet mir wirklich etwas. Also los, retten wir die großen Farbsterne. Achte gar nicht auf mich. Ich mache mir einfach in der Tasche bequem. Alles klar. Wenn du plaudern möchtest, drück einfach Steuerkreuz nach oben, um mich zu rufen. Ja, ja, halt der Maul. Ich kenne diese Stadt wie meinen eigenen Deckel. Wir werden noch etwas hier warten, Mario. Wir treffen uns dann später. Mario, man sagt mir, Papier ist geduldig. Also halte durch. Wann immer du dich geknickt fühlst, komm zu mir. Dann bügeln wir dich wieder mit deinem ganzen KP auf. Schön, aber... Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie man speichern kann. Speichern. Hallo.
Ja, Fabian Weißrath. Perfekt. Nee. Hä? Ich bin zu blöd zum Speichern. Sorry. Und ich weiß, eine Mission aus dem Spiel ist, alles hier mit Farbe wieder zu beschmieren. Das weiß ich noch. Weiß man auch schon aus den Trailern. Ach nee, man muss die jetzt ernsthaft ganz so beschmieren. Yay, Farbverbrauch. Ja, wenn ich dann rausfinde, wie man speichert, dann würde ich mich über ein Like freuen. Bis zum nächsten Part und tschüss. Aber davor, ja, den Tod kann man ja auch nochmal holen. Hi, Briefträger. Mara, was passiert? Das letzte, woran ich mich erinnern kann, sind ein paar Schallgeilen. Ja, ich weiß. Es ist ja schon ein Traum. Ich fühle mich, als würde mir mein Kopf nicht, was nicht stimmt. Einen Moment noch. Ich muss mich noch etwas vorspielen. Ich bin der Postmeister Tod von Port Prisma. Schau ruhig mal in meinem bescheidenen Postamt vorbei, wenn du zufällig im blauen Viertel bist. Du kannst sogar einen Post hinter. Du kannst sogar Post hinher schicken lassen, solange du in unserer Stadt wohnst. Ja, schön. Wie speichert man? Hallo, ich will speichern. Oder speichert das Ding automatisch? Nee, ne? Naja, wenn es nicht speichern, streiche das Spiel halt nochmal von neu. Vielen Dank fürs Zuschauen.